Truhen aufmachen. Ups. Eine Ohrknolle. Jetzt muss ich nachgucken, was Patchouli wollte. Hat er es gefixt? Hat er es gefixt? Ah, ich kenne ihn immer noch lang. Ah, oh mein Gott, guckt nach, guckt, wo ich bin. Oh mein Gott, Grafikfehler. Oh mein Gott, unfertiges Gelände. Tja, da, wie hast du so? Ich habe dir gesagt, du sollst es hier oben einfach blocken, aber nein. Und so. Dann muss ich jetzt hier... Du bist neu. Wieso kriege ich XP? Ich habe die Göttergabe nicht mal. Davias, fix das. Okay, nochmal. Ich habe keine Göttergabe, wofür ich XP bekommen könnte. Ich hoffe, das ist nicht nur bei... Ja, du gibst eine Quest, das weiß ich. Los, Queste. Gib mir die Quest. Ich brauche die Quest. Sie gibt einen Waffenorb. Ja, bla bla, Stadtwache, bla. Ja, wir kümmern uns drum, so. Quest erhalten. Ach, die brauche ich ja gar nicht, egal. Gibt es noch irgendwas? Ja, Bug noch da. Ah, Bug gefixt. Bug gefixt, Bug gefixt. Okay, okay, nochmal den Waffenorb einsammeln. Und wieder die Ori-Knolle. Dann gehen wir uns einmal heilen. Wir wollen natürlich zum Elternhaus. Werden jetzt, weil wir das erste Mal hier sind, erstmal erklärt bekommen, was es überhaupt ist. Bla bla, das ist ein Bett, bla. Du kannst hier übernachten. In jedem Bett, ja. Wir können einfach bei wildfremden Leuten in den Häusern übernachten und uns heilen. Ich mache das auch ständig. Ich gehe ständig in wildfremde Wohnungen und lege mich dort schlafen, um meine Wunden zu kurieren. Der tut das nicht. So, geheilt. Soll ich es drauf anlegen? Nein, ich speichere erst. Muss ich draus machen. So, speichern. Möchtest du speichern? Natürlich möchte ich speichern. So. Ja, bla bla, ich bin stark geworden. Ich weiß, ich bin cool. So. Okay, ich brauche nachher auf jeden Fall Erzblumen und ganz viel Zeug. Ah, ich krieg XP, ich wusste es. Dann lasse ich das. Mache ich das alles später in einem riesigen Großeinkauf. Denn wir wollen ja XP, selbst wenn es nur 5 sind, so gering wie möglich halten. Wer weiß, was uns noch passiert. Oh, es lebt ja alles. Das ist ja total überraschend, wo man das nur liegen kann. Lasst mich in Frieden. Ja, genau du. So. Dann wollen wir mal weiter. Erstmal zu Patchouli. Denn wir mögen ja alle Toho und wir mögen auch alle Patchouli. Wer mag sie nicht? Ich hoffe, ihr mögt Patchouli. Patchouli ist toll. Jeder Toho-Charakter ist toll. Kann ich was von dir lernen? Ich wende jetzt 200 Trion, 50 Feuerpunkte und Sonnenblume. Okay, wieso sinkt gerade meine Framerate? Ihr merkt davon wahrscheinlich nichts, aber sie ist gerade mal eben um 20 Frames gesunken, von 60 auf 40 und knapp drunter. Eine Tulpe. Eine Sonnenblume, eine Tulpe und was noch? Und ein Stiefmütterchen, okay. Sonnenblume, Tulpe, Stiefmütterchen. Geht klar. Und, oh Gott, 10, 20, 30, 40. Okay. Kann ich hier hoch? Ich kann hier hin. Gehe ich gleich hin. Ich gehe erst einmal nach da, zu Valikamanda. Und die Truhe öffnen. Ich weiß nicht genau, wie viel Geld ich machen kann. Daher werde ich jetzt einfach mal... Hier kann ich hier nicht vorlangen, ne? Okay, wir speichern und werden so einen Boss versuchen. Nachdem ich hier alles aufgemacht habe. Denn
wenn wir die beiden lustigen Kuttenheinis da unten gekillt haben, bekommen wir von derjenigen, der die Wohnung gehört, ein Waffenorb. Und wie gesagt, ich weiß, wie viel Geld ich habe. Wenn ich genug habe, werde ich die Waffenorbs noch auf jeden Fall benutzen. Waffenorbs, einfach nur Orbs. Werde ich sie auf jeden Fall benutzen und ja, mal schauen. So, dann speichern wir an dieser Stelle wieder und versuchen uns an den beiden Typen, die nicht so einfach sind, das weiß ich. Aber ich weiß noch nicht, ob ich sie überhaupt jetzt schon schaffen kann, aber ihr seid jetzt dran. Komm her, du ungläubige Bla. So. Kraftkleber, du haust wieder alles zu Brei, wie du es immer tust. Eisschwerttechnik. Ja, das wird jetzt schon eklig, das sehe ich jetzt schon. Ich hoffe einfach mal auf kritische Treffer. Ah, lasst mich in Frieden. Lasst auch Don Krotus in Frieden. Geht am besten einfach weg. Nein, Don Krotus stirbt. Gut. Egal, ich hätte die Doom, glaube ich, gar nicht nützen müssen, aber trotzdem. Besser, als wenn nachher was passiert. Sieg! 260 Rion! Schwarzblutgürtel, Schwarzblutgürtel! So, zwei weniger. So. Oder soll ich es drauf anlegen und nochmal... Ich versuche es einfach nochmal. Ich wette, jetzt verkacke ich gnadenlos. Weil ich will ungern Items benutzen. Zumindest noch nicht. Ich brauche sie, das weiß ich einfach. Ich sehe es schon kommen. Ich werde jetzt einfach gnadenlos abkacken. Na, ja, er fängt schon an. Oh, Kritz. Nein, noch nicht Jenny. Okay. Kann auch was werden. Danke. Ich lebe noch. Danke. Nein! Was sag ich? Ich hab nichts zum Wiederbeleben. Und auf sowas werde ich mich sehr viel... Oh, ihr dürft euch schon darauf einstellen, dass mir sowas noch ein paar Mal passieren wird. Entweder, weil ich mich hier wieder zu stark fühle oder irgendwas falsch läuft, was nicht falsch laufen darf in einem Low-Level-Run und überhaupt und sowieso und bla bla, bups. So, Kraftglibber. Oh ja, kritische Treffer sind schön. Kritische Treffer sind deine Freunde. So. Darauf trinken wir ein. Oh, das läuft doch schon viel besser. So. Erster Futsch. Zweiter auch gleich hinüber. So. Wäre das auch geklärt. So, und wir haben eine Erzblume mehr. So. Okay, weiter im Text. Wir reden mit Elvea und holen uns den Waffenorb. Das war knapp, vielen Dank, bla bla blub. So, wir haben einen weiteren Orb. Und ich habe 510 Rion. Okay. Ja, geh weg, du Waran, du bist eklig. Ganz besonders jetzt. So, ab jetzt wird spaßig. Jetzt muss ich nämlich gucken, mit wem ich rede und mit wem nicht. Nachher Sequenz, bla. Die Antagonisten, die wir noch nicht bekämpfen in der Demo. Aber wie ich aus internen Quellen erfahren habe,
werden wir das irgendwann tun. Wieso zur Hölle sind da... Seht ihr die Schilder, die an der Wand hängen? Sind das Bären da drauf? Oder Hunde? Oder irgendwas ganz anderes? Ich glaube, es sollen Bären darstellen. Es könnten aber auch Hunde sein. Ich bin mir nicht sicher. Davias, sag mir, was es darstellen soll. Ich bitte darum. So. Okay. Ja, ich bin hier. Du bist auch hier. Ich will nichts von dir. Geh weg. So. Ja, ich habe die Gabe, die ich nicht will, bekommen. Toll. Ja, und ich halte eine Quest. Ist das nicht schön? Okay, wir werden die Stadt noch erkunden, auf jeden Fall. Ich muss durchs Kastell durch. Mal gucken, wie lange die nur aufnehmen. Ja, bla 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 bla. Wir bekommen eine Quest, bla, die ich nicht erfüllen werde. Aber egal, ich werde sowieso keine Quests erfüllen. Das da gerade war eigentlich die einzige Ausnahme. Na, da sind sie, die XP. Ach Gott. Ich werde die Stadt doch nicht von Level 4 oder so verlassen. Das weiß ich ja jetzt schon. Okay. Einmal über die Dächer und die Items einsammeln, die hier rumliegen. Wenn überhaupt noch mehr rumliegen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und Davias hat es schon oft genug von mir gehört. Ich fand das alte Kabinettruder viel toller. Und ich weiß immer noch nicht, was das hier darstellen soll. Davias, erklär's mir. Ich weiß es nicht. Wirklich. Erklär mir, was dieses komische Ding soll. Das Holzkisten sein. Es sieht total seltsam aus, aber... naja. Ja, wie gesagt, also ich fand das alte Kabinettruder viel besser und ansprechender, aber... Er meinte, ihm hat es überhaupt nicht gefallen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich fand, das war eine der tollsten Städte, die ich bisher in einem RPG-Maker-Spiel gesehen habe. Und auch einfach... Die Stadt war riesig und sie war... Das war wirklich mal etwas, was ich als Stadt bezeichnen würde in einem Spiel. Das meiste andere sind ja wirklich irgendwelche kleinen Dörfer mit so 5-6 Häusern. Und viel mehr Personen, als eigentlich wohnen könnten. Aber ja, egal. Und naja, das hier ist auch noch eine Stadt, aber wenn ich mir schon wieder angucke, wie wenig Häuser es gibt und wie verdammt viele Menschen hier rumrennen, ja, dann Prost Mahlzeit. Ist jetzt wieder das leidige Ding. Etwas. Wie auch immer. Nein, hat er das auch gefixt? Er hat's gefixt. Man kann nicht mehr hinter den Tresen. Er hat einfach eine Pflanze davor gestellt. Ich weiß nicht. Irgendwie sieht dieses Regal seltsam aus, aber naja. Und hier natürlich auch. Naja. Aber ich bin jetzt nicht zum Bugfixen, Beta-Testen oder sonst was hier. Sondern wir wollen ja ein Spiel challengen oder so. Oh Gott. Da fällt mir gerade mal ein. Kann ich den Seemann irgendwie, ach den See, den zweiten Mart irgendwie dazu bringen, dass er mir folgt, ohne dass ich ihn bekämpfen muss? Naja, bla. So, Stunden später werde ich dann mal wieder zurückkommen. Werde ich erstmal den Rest der Stadt auf den Kopf stellen. So, wir speichern an dieser Stelle. Denn ich weiß nicht, was mich in den einzelnen Häusern erwartet. Ob mir XP entgegenfliegen oder nicht. Starshellbeere. Ich weiß, dass ich zum Friedhof kann, Muha.